Und wir haben einen Gast, nämlich den Herrn Professor Dr. Nicke vom Lehrstuhl für Operations Research und Logistik. Cool. Genau. die erste Frage ist, was ist Operations Research? Das ist also vielleicht, wir haben ja ein Lehrstuhlporträt und deswegen sitzen Sie ja auch bei uns. Okay. Und vielleicht für die Studenten vom Grundstudium ist das nicht so bekannt. Ja, dann kann ich es mal kurz erklären. Operations Research kommt aus dem Englischen und es geht eigentlich darum, Abfolge von Operationen, von Vorgängen genauer zu analysieren. Das Ganze kommt leider vom Zweiten Weltkrieg her. Da haben die Amerikaner angefangen in den Kriegen, versucht mit Spieltheorie zu gucken, wer denn eher eine Schlacht gewinnen kann. Inzwischen ist die Nutzung aber rein zivil. Und Operations Research dient dazu, in großen Unternehmungen Abläufe besser zu organisieren, effizienter zu machen, wie zum Beispiel auch in Krankenhäusern, Industriebetrieben, in großen Softwaresystemen wie bei SAP. Gibt es Module, die auf Operations Research Methoden aufbauen und zum Beispiel eine vernünftige Verteilung der Stundenpläne, der Klausurplanung, das alles basiert oder könnte auf Operations Research Methoden basieren. Und was ist der Unterschied zu Supply Chain Management? Okay. Das ist ja jetzt noch das andere Fach, was Sie jetzt auch im Lehrstuhl haben. Ja, okay, der richtige Titel ist Operations Research und Logistik. Okay, gut. Und Teil der Logistik, also Logistik kommt dann wieder, ohne dass ich jetzt hier was dozieren möchte, aber kommt als Zusammensetzung aus dem Griechischen, aus Logos, dem Verstand, also einer Analyse, und aus dem Französischen Logis. Das ist auch wieder aus dem Militärischen leider entstanden. Bei Napoleons Russlandfeldzug hat man das erste Mal die Versorgung der Truppen versucht zu planen und hat es dann irgendwann Logistik genannt. Auch hier wieder zivile Nutzung. Und Logistik bedeutet sozusagen der logische Ablauf der Versorgung von Dingen. Und ein Teil dieser Versorgung ist zum Beispiel Supply Chain Management, also Versorgungskettenmanagement. Wie kommt zum Beispiel das Essen in die Mensa? Das können Sie dann als Überleitung nachher benutzen. Oder wie kommt der Patient an die richtige Stelle im Krankenhaus? Wie funktionieren Wirtschaftsbetriebe vom Lieferanten bis zum Kunden? Das klingt sehr interessant, aber auch sehr schwer. Ist das so ein Fach, wo man viel rechnen muss, viel ganz logisch denken muss? Gut, Operations Research selbst ist tatsächlich natürlich eine andere Art, das festzulegen, wäre ein Großteil der quantitativen mathematischen Methoden der Betriebswirtschaftslehre fallen ins Operations Research rein. Deshalb braucht man natürlich eine gewisse Menge an Mathematik, aber man benutzt sozusagen nicht sinnentleert, sondern nur zweckgebunden. Das heißt, man macht nur so viel, wie nötig ist, aber auch das muss man eben dann beherrschen. Genauso ist es dann im Bereich Logistik, das zerfällt in zwei Bereiche, in die mehr, ich sage immer, weiche Logistik, das heißt Fragen der Vertragsgestaltung, juristische Fragen, auch Marketing und Logistik haben sehr viel miteinander zu tun. Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch was planen. Man will zum Beispiel wissen, wenn man bei einer Firma anruft und einen PC bestellt oder ein T-Shirt mit Fußbällen oder sowas, wann das denn geliefert wird. Und dann gibt es sogenannte Systeme, die nennen sich Available to Promise. Und dann soll die Unternehmung halt direkt im Internet sagen können, wann ist das verfügbar. Und dazu benötigt man entsprechende Planungsverfahren, logistische kombiniert mit Operations Research Verfahren, um dann auch mit Sicherheit sagen zu können, wann wird geliefert. Okay, so, jetzt sind wir hier von Versorgen und Liefern und ich sehe, wir haben einen Anrufer und den nehme ich jetzt mal ab, weil wir wollen den natürlich auch mit Bier versorgen. Hallo? Aha, ich würde gerne ein Kasten Bier gewinnen. Wer ist denn da? Moment. Aha, und warum musst genau du diesen Kasten Bier haben? Ach so, warum? Ja, warum? Da musst du mir sagen geben. Du musst mir sagen, warum genau du diesen Kasten Bier haben musst. Ja, weil mein Vater und meine Mama heute, nee. Nee, doch nicht. Nee, heute ist Heiratstag von meinen Eltern. Heute ist Hochzeitstag von deinen Eltern? Genau, 30 Jahre. Genau. Okay, und da musst du einen Kasten Bier mitbringen? Natürlich. Warum denn genau ausgerechnet einen Kasten Bier? Ja, weil ich heute kein Geld habe und könnte hier keinen Kasten gewinnen werde. Herr Nicke, was sagen Sie? Ist okay. Das ist ein guter Grund. Okay, ich werde dich mal weiter leiten zu meinen netten Hilfsarbeitern. Okay. So, meine netten Mitarbeiter, nicht Hilfsarbeiter, natürlich Mitarbeiter, werden das jetzt mal in die Wege leiten, dass dieser nette junge Mann seinen Eltern zum 30. Hochzeitstag einen Kasten Bier mitbringen kann.
bin mal gespannt, ob der Nächste dann einen besseren Grund findet, weil so vom Kasten Bier zum 30. Hochzeitstag. Ob der reicht? Und der Herr Dr. Nickel erzählt uns jetzt noch ein bisschen über seinen Lehrstuhl, beziehungsweise über seine Fächer und die Veranstaltungen und was man damit anfangen kann. Okay, nachdem jetzt die Begriffe geklärt sind und vielleicht sowieso jeder das studieren möchte, will man natürlich auch wissen, was man denn genau belegen kann, muss oder soll. Das Ganze gliedert sich in zwei Bereiche, so wie der Titel des Lehrstuhls auch, in Operations Research Veranstaltungen, wo die Grundlagen gelegt werden, tatsächlich Methoden, eben quasi der Werkzeugkasten gefüllt wird, den man dann bei den logistischen Veranstaltungen auch anwenden kann. Es gibt Operations Research 1 und Operations Research 2. Das ist zwar nicht sehr kreativ, aber es erfüllt seinen Zweck. Die bauen aufeinander auf? Ja. Als Frage. Okay, gut. Operations Research 1 läuft unter allgemeine BWL noch. Und Operations Research 2 ist dann notwendig, um das Vertiefungsfach abzuschließen. Das heißt, Operations Research 1, meiner Meinung nach, sollte jeder angehende Betriebswirt vielleicht mal gehört haben. Dann sieht er auch so ein bisschen vielleicht, was man in Planungsmethoden machen kann. Operations Research 2 sind dann etwas die vertieften Sachen, die man nicht jedem zumuten möchte, der es nicht gerne mag. Darauf bauen dann Logistikveranstaltungen auf, die man auch parallel zu OR2 hören kann. Und da werden die verschiedenen Bereiche der Logistik abgedeckt. Das Thema, was Sie vorhin angesprochen hatten, Supply Chain Management, wird im strategischen Bereich erstmal angeguckt. Also sozusagen, was ist langfristige Planung? Wie baue ich überhaupt eine Supply Chain auf? Wo mache ich ein Lager hin? Wo eine Produktionsstätte? Lieber in Asien, lieber in Deutschland? Was ist der Zusammenhang auch zur VWL ein bisschen? Dann gibt es die taktische Supply Chain. Das ist dann einfach wirklich die Frage, wie kommt irgendein Gut, das ich bestellt habe, vom Lieferanten bis zum Kunden und da auch entsprechende Planungsverfahren. Und aktuell wird gerade im Sommersemester jetzt das erste Mal angeboten, die Vorlesung innerbetriebliche Logistik. Dort dreht sich das Ganze auf der Mikroebene darum, Material kommt in eine Unternehmung rein. Das kann ein Warenlager sein, wie bei Amazon oder ist jetzt Werbung, ja. oder eben in der Produktionsstätte. Und dort wird genau untersucht, halt, welche verschiedenen Verfahren notwendig sind oder welche Vorgänge da zu planen sind, damit das Material vom Wareneingang bis zum Warenausgang auch ordentlich durchkommt. Dann hat man, glaube ich, dann schon ganz gutes Basiswissen in dem Bereich. Ja. Okay, Sie haben jetzt da mehrere Vorlesungen auch genannt, aber der Herr Professor Zentes unterrichtet ja oder liest ähnliche Vorlesungen, ja. Auch zum Supply Chain, ja, glaube genau. Ich, und ja. Auch Logistik verbinde ich jetzt mit Herrn Zentes. Mhm. Wie ist das denn jetzt zusammen mit Ihrem Fach? Kann man die, ist das dasselbe, ist das was ganz anderes? Nee, ich meine, es ergänzt sich sehr gut. Herr Zentes, würde ich so sagen, in meiner Klassifikation, die ich vorher so erwähnt habe, macht eher die weiche Logistik, auch nach eigener Aussage. Er macht sehr viel empirische Untersuchungen, während bei mir eher die prinzipiellen Verfahren gelesen werden, unterrichtet werden, beigebracht werden. Auf der anderen Seite kümmert er sich viel um Handel, Vertragsgestaltung, die wiederum auf meiner Seite weniger abgedeckt werden. Aber dazu ergänzend gehört natürlich sehr viel. Logistik ist auch sehr viel Recht im Prinzip. Also es nützt einem auch nichts, wenn man was gerne geliefert hätte, aber man hat einen schlechten Vertrag unterschrieben und das Gegenüber haftet nicht. Und es ergänzt sich natürlich auch mit allen anderen betrieblichen Bereichen, wie jetzt Marketing zum Beispiel. Ah ja, weil, genau. Welche Kombination würden Sie denn empfehlen, wenn man jetzt Operation Research hören will? Oder wozu kann man das denn sehr gut nehmen, außer jetzt zur Logistik? Ja, okay, das ist ja ein Vertiefungsfach, das haben wir dann automatisch schon. Ja. Ne? Gut, das passt natürlich erstmal gut auch zu Industriebetriebslehre und Controlling. Da werden ähnliche Dinge gemacht. Controlling ist mehr die Kostenseite, während die Logistik dann mehr den Materialfluss untersucht. Wenn man dazu den Informationsfluss haben möchte, ist man bei der Wirtschaftsinformatik, passt auch gut. Marketing ist wiederum die Seite, die sozusagen, man will ja immer weniger Push als Pull-Systeme haben. Das heißt, wie kurbel ich die Nachfrage denn so an oder wie weiß ich überhaupt, wie die Nachfrage ist? Prognosen, das wäre dann auch ein Teil des Marketings sicherlich. Rechtliche Sachen funktionieren sicherlich auch noch. Also es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten. Da kann man auch mehr oder weniger stark die mathematische Seite betonen oder weniger. Genau. Und jetzt, wo wir bei Logistik waren. Wir waren nämlich letzte Woche, Freitag glaube ich, waren wir nämlich beim Herrn Hype in der Mensa. Und also da ist auch eine ziemliche Organisation und ziemlich viel Logistik hinten dran, um diese Tausende von Essen zu machen, herzustellen, alles zu bestellen. Und genau das seht ihr jetzt, wie das da abläuft. Okay, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf Berufsbilder. Für welche Berufsbilder braucht man das? Okay, natürlich gibt es in allen Firmen inzwischen zentralisierte Logistikabteilungen.
Dort braucht man Leute, die planen können, aber auch Leute, die genug Sachverstand in wirtschaftlichen Dingen haben. Bis jetzt wurde in Firmen oder sagen wir mal, bis in den letzten Jahren wurden diese Bereiche von Ingenieuren dominiert, aber die haben sich viel stärker auf die technische Machbarkeit von Lösungen versteift und weniger geguckt, ob das auch bezahlbar ist. Und diese Frage rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Und ein ganz aktuelles Beispiel von einem Berufsbild, das gerade am Entstehen ist, ist sozusagen der Betriebswirt im Krankenhaus. Da gibt es natürlich schon ein bisschen länger den Bereich Controlling, aber auch viel mehr wird eine Logistikabteilung in Krankenhäusern aufgebaut, um die Abläufe so zu gewährleisten, dass man in Zukunft eventuell auch noch seine Krankenkassenbeiträge bezahlen kann. Ja, okay. Und jetzt, was mich interessiert, warum sind Sie Professor geworden für Operational Research und Logistik? Wie kommt man an so einen Lehrstuhl? Oder ja. Okay, gut. Ja, von meiner Ausbildung her habe ich keine Betriebswirtschaft studiert, sondern Wirtschaftsmathematik. Das ist so eine Kombination, ein Grundstudium sozusagen BWL, aber dann ein Hauptstudium viel stärker Mathematik. Habe dann in dem Bereich auch promoviert und auch habilitiert als Mathematiker. Und habe dann aber, bin aus der Uni rausgegangen und habe in einem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik eine Abteilung aufgebaut, die heißt auch noch Optimierung. Und dort haben wir sehr viele Industrieprojekte durchgeführt und ich bin viel stärker in die Anwendung eingebunden gewesen. Und wir haben Projekte gemacht für Firmen wie Miele, SAP, für Lufthansa haben wir mal eine Urlaubsplanung gemacht. Das sind auch OR-Verfahren, die da sehr wichtig sind, weil es ja schlecht ist, wenn man an Bord kommt und der Pilot sagt, er hat gerade Urlaub oder man kriegt gesagt, der Pilot ist heute nicht da. Auf dem Weg habe ich die Anwendung kennen und schätzen gelernt. Und ein Lehrstuhl für Operations Research und Logistik ist die ideale Kombination eigentlich aus den mathematischen Verfahren und den Anwendungen. Und dann war ich auch sehr froh, als ich den Ruf hierher erhalten hatte. Und jetzt meine letzte Frage war nicht, warum ausgerechnet nach Saarbrücken? Warum ins Saarland? Ja, das Interessante war tatsächlich, dass der einzige Lehrstuhl war, der ausgeschrieben war für diese beiden Bereiche. Mhm. Alle anderen Lehrstühle waren entweder in Mathematikfakultäten, die waren dann viel stärker theoretisch orientiert, oder es waren reine Logistiklehrstühle, die natürlich viel stärker noch den weichen Teil, wie ich vorhin beschrieben habe, der Logistik abdecken müssen. Und so fand ich das für mich eine sehr schöne Kombination. Und wie gefällt es Ihnen im Saarland? Sehr gut. Sehr schön. Ach, das ist doch schon mal toll. Ich bedanke mich beim Herrn Professor Dr. Nicke. Gerne. Und wir sagen Tschüss. Okay.